Hallo zusammen, guten Tag. Hallo, grüßt euch. Also das, was wir jetzt hier machen, ist gehört zu der Playlist Campingplatzvorstellungen. Mhm. Und es geht heute um den Campingplatz in Vila Nova de Milfontes an der portugiesischen Westküste, den wir recht gut kennen, weil wir da... Drei Monate waren wir auf dem Platz. Mit Unterbrechung. Ja, ja, in den Monaten dann von November, Dezember, Januar, Februar, sowas. Genau. Ne? Und wir machen das jetzt hier trocken, weil wir da noch keine Filme gedreht haben. Und Beziehungsweise wir haben da schon Filme gedreht, aber ja, noch nicht die Serie Campingplätze. Ja. Und da haben wir uns jetzt erst so entschlossen, ja, das zu tun. So. Und wer also so spezielles Interesse an Campingplätzen hat, hier in Portugal, für den ist das interessant. Also es ist natürlich ein spezielles Thema. Wer nicht, der klickt eben einfach weg, oder? Mhm. So. Ja. Der Campingplatz, es gibt in Vila Nova de Milfontes drei. Einmal zwei Campingplätze direkt in der Nähe des Stadtkerns und einen ein bisschen außerhalb. An dem großen Strand, an einem ganz großen Strand. Ich kann das gar nicht aussprechen. Malau oder so ähnlich wird es ausgesprochen. Da gibt es auch einen großen Campingplatz. Aber jetzt im Winter war nur ein Campingplatz geöffnet und zwar der Milfontes. Also der heißt in Vila Nova de Milfontes, heißt auch Campingplatz Milfontes. Genau. Dazu muss man sagen, der zweite Campingplatz in der Stadt, ich bin nicht ganz sicher, ob der nicht doch auch zwischendurch mal auf hatte, auf dem sind jedenfalls keine Hunde und da keine Haustiere erlaubt. Und auf dem Platz, auf dem wir waren, sind Haustiere erlaubt. Mhm. Und deswegen war der mit Sicherheit auch belegt und voller. Und ganz grundsätzlich, das ist ein 3-Sterne-Campingplatz. Mhm. Ich habe den bei Google bewertet. Du weißt wahrscheinlich nicht, mit wie viel Sternen schätzt. Ich würde fast sagen, dass du dem sogar, obwohl er vielleicht so auf der einen Seite nur 3 Sterne hat, dem trotzdem 4 Sterne gegeben hast. Richtig, genau. Also ich hab ihm 4 Sterne gegeben, obwohl der Campingplatz auch ein paar Handicaps hat. Und wenn jemand sich das hier anschaut und die Geduld hat, sich das bis zum Ende anzuschauen, für den ist auch vielleicht wichtig zu wissen, wenn wir Campingplätze hier analysieren oder bewerten, wir kommen mehr so von der Seite her, wir lieben so Naturcampingplätze, wo man sich mehr oder weniger frei hinstellen kann, die nicht so streng parzelliert sind und wo man eng aneinander steht. Da haben wir lieber ein bisschen weniger Komfort im Sanitärbereich oder anderswo, aber wir sind relativ frei. Ja. Also uns ist das Gelände und die Optik des Platzes sehr wichtig, dass es halt einfach ein bisschen natürlicher ist. Ja. Was hat dir nicht so gut gefallen? Warum? Du hast ja so gesagt, ich habe ihn mit 4. Ja. Warum habe ich einen Stern weniger gegeben? Was meinst du? Ja, wahrscheinlich wegen dem warmen Wasser, weil grundsätzlich gab es super heißes Wasser auf dem Campingplatz. Die Duschen, also muss ich sagen, ganz einfach und schlicht, aber super heißes Wasser. Ja. Man konnte also auch keine Münze einwerfen. Wenn man wollte, konnte man Dauerduschen. Leider haben das auch manche, ich vielleicht auch mal gemacht, obwohl ich normal kein Dauerduscher bin, weil das Wasser einfach schön heiß war. Und als draußen ein bisschen kühler war, war es einfach angenehm. Aber es ist halt einfach. Das Zweite ist, an den Spülbecken war kein heißes Wasser, jedenfalls an diesem Teil, an dem wir jetzt mit unseren Wohnmobilen standen, sondern man musste zu einem abgelegeneren Teil fahren, um mit heißem Wasser zu spülen. Das war ein bisschen lästig, für uns jetzt kein Problem, weil wir ja unseren Hänger haben und dann kam der Spül dann da rein. Das ist das wahrscheinlich, warum du Abstriche gegeben hast. Das ist jetzt, was mir jetzt spontan einfällt und was ich also wirklich bisschen blöde fand, das ist halt Naturcamping, aber es war ein bisschen viel Sand auf dem Boden. Also die waren, wenn es dann geregnet hat, hat man schon ziemlich viel Dreck im Wohnmobil gehabt. Ja, das hat man aber in Portugal unheimlich oft. Ne? Ja. Wir haben schon einiges an Campingplätzen angefahren, aber typisch, und das ist nicht so angenehm, ist dieser oft sandige Untergrund, wo das Wurzelwerk rauskommt und ganz viele Eukalyptusbäume. Ja. Aber gut, man kann ja nicht alles haben, ne? Naturcampingplatz und perfekten Boden. Nee.
Ja, aber wie gesagt, das ist, der Boden hätte ein bisschen gepflegter sein können. Das mit dem Eukalyptus ist eben eine Seuche mittlerweile. Ja. Und der bringt auch, wenn ihr irgendwo mit dem Womo da steht, da tropft es von oben eine ziemlich klebrige Flüssigkeit, auch im Sommer runter. Und diese Eukalyptus-Samen, die ich als Eukalyptus-Bombe bezeichne, die prasseln schon mal drauf. Ich habe ein extra Video gemacht, das verlinke ich auch nochmal. Also das ist schon ein Nachteil. Und wenn es ziemlich stürmisch war, dann liegt ganz viel von diesem Eukalyptus-Samen auf dem Boden und da kann man wirklich nicht mehr barfuß laufen. Ja. Das tut richtig weh. Und das heiße Wasser in den Duschen ist wirklich schön, aber man sieht mir ja an, ich bin auch ein bisschen voll schlank, aber mir ist es einige Male passiert, die haben da Mischerbatterien. Wenn ich mich in der Dusche ein bisschen rumdrehe und komme dann gegen die Mischerbatterie, hat man gelegentlich mal richtig direkt heißes Wasser und ich will nicht sagen, dass man sich verbrennt, aber das tut schon teilweise ein bisschen weh. Da muss man halt aufpassen, du kannst halt nicht diesen super modernen Komfort erwarten, ne? Aber es funktionierte alles und es war auch sauber, also das wurde alles sauber gehalten, also jeden Tag ordentlich gemacht, also das muss man sagen. Die Mülltonnen immer geleert, es gab keinen Müll und nichts, alles wirklich gut organisiert. Sehr, sehr freundliches Personal, also wirklich, also da die waren echt, es waren auch immer die ganze Zeit die gleichen, das war jetzt in Corona-Zeiten also auch gut. Man wusste immer, mit wem man es zu tun hatte. Ja. Einen kleinen Punkt, Abzug, ich meine, das ist eben drei Sterne Campingplatz, gab es noch, weil es ist schon ein bisschen in die Jahre gekommen und man hätte so gewisse Dinge, könnte man mit relativ simplen Mitteln mal ein bisschen anstreichen, mal ein bisschen machen, könnte man was tun. Ja, die waren aber auch jetzt beschäftigt und zwar gibt es auf dem Campingplatz auch die Möglichkeit, solche kleinen Cabins zu mieten und da haben die neue und noch ein paar neue bekommen und da waren die Mitarbeiter jetzt mit beschäftigt, diese neuen Cabins anzulegen. Ihr fragt euch jetzt, warum hat denn der vier Punkte gegeben? Es kommen jetzt noch die ganzen positiven Dinge, die man da erwähnen kann und erwähnen muss. Mhm. Und ein Punkt ist der Preis. Ja. Also ich habe da mit der AXI-Card und weil wir ja auch lange gestanden haben, da gibt es nochmal im Wintermonaten 30% Rabatt. Mhm. Ich habe für alles inklusive Duschen mit Hund, wir zwei und dem Wohnmobil, riesen Platz gehabt um uns herum, haben wir tagtäglich 11,60 € bezahlt. Und dann man konnte sich wirklich ausbreiten, ne? Dadurch, dass der Campingplatz natürlich jetzt auch nicht voll belegt war. Mhm. Aber grundsätzlich kann man sich da wohl gut ausbreiten. Ja. Und dann darf man eigentlich fast schon nicht mehr meckern. Ne? Nee. Zumal es gibt eine ganze Reihe eben von positiven Dingen. Eines dieser positiven Dinge war leider im Winter geschlossen, ist das wirklich schöne, große Schwimmbad. Wirklich mit einer sehr schön. Mit einer schönen großen Anlage drumherum, mit Wiese. Und Beleuchtung, mit Farbwechselbeleuchtung. Ja. Und die haben es jetzt im Winter auch jeden Tag gepflegt, dass es jetzt, wenn die Zeit kommt, dass es auch direkt benutzbar ist. Ich denke, die werden es ab April öffnen. Ja, das ist ein Punkt. Und was ein Riesenvorteil auch ist, der ist relativ ruhig gelegen, der Platz. Also ganz ruhig gelegen, genau. Ja. Man ist trotzdem direkt im Örtchen und der Strand ist 800 Meter entfernt. Also mit dem Fahrrad ist man ganz schnell am Strand und man ist auch ganz schnell an diesen wunderbaren Wanderwegen in den Dünen Richtung Portokovo, also diese bekannten Fischerwanderwege. Also man kann wirklich viel da machen. Also quasi 100 Meter hinter dem Campingplatz Richtung Dünen hinten raus. Ihr seid ja da, du bist da mittlerweile Freundin, tagtäglich spazieren. Ja, sind wir immer morgens schön in den Dünen gewandert, herrlich. Mhm. Das war also jetzt also wirklich auch ganz toll. Und dann müssen wir verraten, wir waren mal vor fast 40 Jahren in Portokovo, das liegt ja gar nicht so weit entfernt. Mhm. Und das war dann immer unser Traumörtchen an der Westküste. Ja. Ist aber mittlerweile abgelöst worden durch Villanova de Milfontes, weil der Ort an sich... Der bietet halt jetzt im Winter mehr. Portokovo ist sicher im Sommer ist ein wunderschöner, süßer Ort. Im Sommer auch sicherlich belebter und dann sind auch die Läden auf. Jetzt dadurch, durch Winter, war natürlich Milfontes der Ort, der
Ja, ich war jetzt ganz, ganz irritiert mit Schlösser. Weil ich Schnauzenfury gesagt habe. Das ist aus alten SWR3-Zeiten. Jetzt hast du mich gerade aus dem Konzept gebracht. Da gab es doch den Ritter Kunibert, ne? Da kam der immer angeritten und dann hat gesagt, das Pferd hat Gewirr. Ja, so. Und dann habe ich gesagt, Schnauzenfury. Ja. Nee, ich wollte nur sagen, Porto Covo ist so ein richtiger Sommerurlaubsort und Milfontes ist ein Ganzjahresort. Jetzt, um das auf den Punkt zu bringen, was ich eigentlich sagen wollte. Ich bringe das jetzt mal auf den Punkt. Ja. Also, traumhaft, ja, traumhaft schön deshalb, weil da geht der Rio Mira in den Atlantik rein. Ach, du meinst rein. Jetzt mit Fontes? Ja. Wo warst du schon einen Schritt weiter? Ich war in dem Vergleich zwischen Porto Covo und mit Fontes, weil Porto Covo auch wunderschön ist. Ja, aber Villanova de Milfontes, muss man sagen, liegt am Rio Mira, im Fluss, der da in den Atlantik mündet. Mhm. Traumhaft schön gelegen. Das bringt natürlich den Vorteil mit sich, dass man nicht nur Atlantikstrände hat, sondern man hat auch schöne, flache Sandstrände. Gerade für Kinder mit Familien ist das eine tolle Angelegenheit. Man hat also die Auswahlmöglichkeit. Du musst sagen, dadurch, dass der Fluss Mira dort in den Atlantik fließt und da auch ein großer Strand ist, sind da nicht diese großen Wellen. Mhm. Also die Kinder können da im Wasser baden, ohne von irgendwelchen Atlantikwellen erschlagen zu werden. Die sind ja riesig und die kleinen Kinder können da vielleicht bei Ebbe mal in irgendwelchen Pfützen planschen. Ja. Und man kann direkt 500 Meter weitergehen und dann hat man die Atlantikwelle, wenn man das haben möchte. Und es ist eine wirklich schöne Ortschaft, auch mit einer schönen Altstadt. Ja. So, und jetzt, was wir auch immer machen, wenn wir Campingplätze machen und wir sind länger da gewesen, was besonders wertvoll ist, das müssen wir uns mal selber auf die Schulter klopfen, sind wirklich die Insider-Tipps. Mhm. Die haben wir uns ja auch in einem Aufenthalt von 3 Monaten so ein bisschen erarbeitet. Mhm. Wenn ihr nachher hier unten runter guckt, ich schreibe also die Restaurants auf, in denen wir gewesen sind, von einfachen bis auch wirklich guter Gastronomie, die wir extrem gut empfehlen können. Mhm. Und dann noch ein paar spezielle Tipps. Einmal Lebensmittel einkaufen im Silves. Die haben eine große Auswahl und der Preis ist heißt gut. Heißt der Silves oder Silva? Oder Silva. Der heißt Silva. Heißt der Silva? Der heißt Silva. Okay, ich werde das verlinken, dann ist das klar. Ja, ja. So, aber mit Brot und Brötchen, wenn man die morgens haben will, sollte man nicht hinfahren. Die haben nur, also nichts Schönes da. Da solltet ihr in den Spar fahren. Der ist auch nicht weit entfernt, 500 Meter. Das ist so ein Gebäudekomplex, wo noch andere kleine Geschäfte sind. Da muss man nicht einkaufen, der hat auch nicht so eine große Auswahl. Aber für Brot und gerade für Brötchen hat der eine ganz gute Auswahl. Mhm. Da bin ich fast jeden Morgen hingefahren. Und in diesem Gebäudekomplex gibt es auch noch eine sehr schöne, moderne Wäscherei. Der Besitzer ist ein Portugiese, der lange in der Schweiz gelebt hat. Der spricht also Deutsch, wenn er da ist. Und das eine Mädel spricht auch Deutsch. Also es ist tatsächlich eine Wäscherei, wo Personal ist. Also nichts. Also es sind Automaten. Mhm. Man muss mit denen nichts zu tun haben. Aber die sind einem sehr behilflich, wenn man Probleme hat. Und ich habe das schon mal im anderen Video gesagt. Wir haben auch den Luxus genossen. Wir haben unsere Wäsche sortiert dahin gebracht. Ja. Ich habe noch gerade die Temperaturenzettel draufgeschrieben und wir haben es abends oder am nächsten Tag trocken und zusammengelegt abgeholt. Ich meine, das muss man nicht, aber das war ein netter Luxus. Wir haben den Mädchen dann was dafür gegeben. Also, die haben sich schon 2-3 Euro aufgeschrieben. Ja, ja. Aber dafür, die waren ja eine Stunde damit beschäftigt. Ja. Ne? So. Und was ich aber noch in dem Zusammenhang sagen muss, auf dem Campingplatz gibt es einen Supermarkt, der verschiedene Sachen hat und da also für das Notwendigste gut sortiert ist. Ja. Auch wir haben jetzt da weniger gekauft, weil Thomas gerne mit dem Fahrrad ins Örtchen fährt, aber ich weiß von den anderen, also auch Gemüse frisch, Brötchen gibt es auch. Jetzt im Winter waren sie halt meistens weich, also nicht mehr so frisch. Also da kann man das auch kaufen, wenn man nicht ins Örtchen will. Und es gibt auch die Möglichkeit, auf dem Campingplatz die Wäsche zu waschen. Die anderen haben das gemacht, aber uns war das halt ein bisschen lästig, weil die halt im Winter mittags halt dann zu hatten. Und dann passte das nicht mit der Zeit. Nur als Grundinfo noch. Schön auch die Fischhalle, wo es auch Gemüse zu kaufen gibt, Obst und so Sachen. Die ist auch nicht weit weg, sind vielleicht 500 Meter. Ich war nie in der Fischhalle. Wegen Corona ist ja meistens Thomas einkaufen gegangen, damit wir uns nicht alle da ständig dem aussetzen. Ja, Corona liebt mich nicht. Ich werde nicht krank. Nee, du wirst nicht krank. Aber du meinst ja immer, du müsstest mich beschützen. Ja, naja. Die Fischhalle, wobei man da sagen musste, der Fisch ist relativ
teuer im Vergleich zum Supermarkt. Ich habe das mal eine Frau gefragt, eine Portugiesin, die auch da auf dem Campingplatz war. Die hat das auch mal nochmal nachgeguckt. Die sagt, ja, das liegt daran, dass der Fisch direkt da von den Booten kommt und ganz, ganz frisch ist. Und der ist, kann schon deutlich teurer sein. Und jetzt ist das der Highlight-Tipp, wenn man mal was Gutes, ein gutes Lebensmittel einkaufen will. Es gibt auch direkt in der Nähe von der Fischhalle, wie gesagt, ich verlinke das alles, gibt es in der Straße neben dem Veterinärmediziner die Metzgerei Talo Cabecinha. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Ich glaube eher, dass ich es falsch ausgesprochen habe, aber das verlinke ich auch unten. Die haben, und da sind wir uns hier, wir waren ja mit einer größeren Gruppe, die sich da auf dem Campingplatz dann getroffen und angefreundet haben. Die haben sich da auch ihr Fleisch gekauft, mit Ausnahme der, die da Vegetarier gewesen sind. Und die sind alle hellauf begeistert. Ja, also hellauf, also das Fleisch da erstens absolut preiswert und eine Fleischqualität sensationell. Also das sind so die Tipps zum Campingplatz in Villanova de Milfontes. Ja, wolltest du noch was zu den Gaststätten sagen, noch die Insider-Tipps? Ach so, die Gaststätten, die verlinke ich unten. Dann. Okay, oh, ja? Gut. Okay. Ja. Dann sagen ja, gut. Wir, tschüss, unsere Lotta wird ja mittlerweile ein bisschen krakelig. Die hat uns voll im Griff. Also, ja. Macht's gut. Bis tschüss. Dann. Ciao.